Da sehen wir gerade gesagt, das ist ehrenamtlich. Was mich auch sehr interessieren würde, ist, müssen die Prüfer wirklich jeden Film sich anschauen und vor allem, wie lange schauen die sich den an? Ich habe mal gehört, und darüber haben wir auch viel spekuliert auf unserer Seite und diskutiert, die FSK schaut sich den Film nur 15 Minuten an und dann geben die einfach ein Siegel und Ende ist. Hm. Ist das so? Das ist nicht so. Das wird uns die Arbeit wahrscheinlich wesentlich vereinfachen. Aber wie soll man von dem Anfang des Filmes irgendwie die Gesamtwirkung einschätzen? Das ist schwer möglich. Deswegen wird tatsächlich jeder Film, der vorgelegt wird, komplett von Anfang bis Ende, bis wirklich zum letzten Bild, inklusive Abspann mit allem drum und dran, geprüft. In der Praxis sieht es so aus, die Prüfer, 5 sitzen in einem Prüfausschuss, kommen morgens um 9 Uhr hierher. Dann wissen sie noch gar nicht, was sie für Filme sehen. Beginnen mit dem ersten Film, gucken sich den komplett an und im Anschluss daran diskutieren sie dann über die Wirkung. Stellen sich also die Frage, wie wirkt dieser Film auf Kinder und Jugendliche? Und wenn sie dann ausreichend diskutiert haben und sich ausgetauscht haben, dann kommt das Entscheidende, nämlich die Abstimmung. 5 Personen sitzen da, Enthaltung ist nicht möglich, deswegen gibt es immer eine Mehrheit. Das heißt aber auch, bei einer Abstimmung von 3-2 kann eine Stimme entscheiden über eine höhere oder niedrigere Altersfreigabe. Gut, dass ich das jetzt weiß mit dem Abstimmen. Da habe ich nämlich direkt ein Veto, weil mich würde brennend interessieren, wie wurde Tribute von Panem, wie wurde da abgestimmt? Der Film ist FSK ab 12, also ich bin überhaupt nicht konservativ oder sonst was. Nur wenn ich den Film mir anschaue mit einem pädagogischen Hintergedanken und sehe, dass sich da Kinder, sie wissen ja selber, jeder weiß, was da passiert, bringen sich Kinder gegenseitig um. Wie wurde da abgestimmt? Oder, oder vielleicht schließe ich da auch direkt zu, welche Kriterien gibt es, dass man eine Freigabe ab 6, ab 0, ab 12, ab 18 bekommt? Und dazu direkt einmal Tribute von Panem. Dann fange ich vielleicht mal mit dem konkreten Beispiel an, weil es da vielleicht ganz deutlich wird. Die Tribute von Panem wurde genauso, wie ich das eben beschrieben habe, gesichtet von 5 Personen. Danach wurde diskutiert und abgestimmt. Das Abstimmungsverhältnis ist geheim, das darf ich Ihnen jetzt nicht sagen. Okay. Aber die Mehrheit hat für eine Freigabe ab 12 Jahren gestimmt. Wir reden jetzt auch über den ersten Teil, The Hunger Games. Und Sie haben in Ihrer Frage schon einen Punkt angesprochen, aus pädagogischer Sicht. Es ist ein häufiges Missverständnis, weil diese pädagogische Sicht, die spielt für die Freigaben gar keine Rolle. Die darf sogar gar keine Rolle spielen. Wir arbeiten, hatte ich schon eingangs gesagt, auf Grundlage vom Jugendschutzgesetz. Mhm. Und dort steht drin, dass Kinder, dass Filme, die für Kinder entwicklungsbeeinträchtigend sind, genauer gesagt steht da drin, die ihre Entwicklung oder Erziehung zu einer gemeinschaftsfähigen, eigenständigen Persönlichkeit beeinträchtigen, nicht für ihr Alter freigegeben werden dürfen. Das ist jetzt total abstrakt. Ja, weil da habe ich direkt einen nächsten Punkt, weil wenn ich mir überlege, zu damals, ich bin jetzt 32 Jahre alt, damals wurde He-Man, Trickfilm, Masters of the Universe, wurde gestoppt, weil da Pädagogen eingeschritten sind und gesagt haben, boah, der Film, die Serie geht gar nicht, Gewaltverherrlichung ohne Ende. Wenn ich aber jetzt heute Filme und Trickfilme vergleiche, zum Beispiel Tribute von Panem, tut mir leid, dass ich auf dem Punkt so fest bin, mich festlege, aber zum Vergleich He-Man und Tribute von Panem, das ist ja schon ein heftiger Unterschied. Oder, nein, ganz anders, Bud Spencer Filme. Jeder weiß auf unserer Filmseite, ich bin ein richtiger Bud Spencer Film, die sind ja heute immer noch FSK ab 16. Teilweise. So, wie wird das denn zum Beispiel da jetzt unterschieden? Auch eine gute Frage. Natürlich ist es so, dass die Rezeptionsgewohnheiten mit der Zeit auch unterscheiden. Das heißt, heutzutage sieht man Filme, auch Kinder sehen Filme, die vor 20, vielleicht vor 30 Jahren gedreht wurden, heute mit einem gewissen Abstand, was auch die Wirkung durchaus beeinflussen kann. Es ist so, Filme können auch durchaus nochmal zur Prüfung vorgelegt werden. Ach so. Das heißt, es könnte sein, wenn jetzt ein Film aus den 60ern, 70ern, 80ern jetzt nochmal neu vorgelegt würde, dass er auch eine niedrigere Freigabe bekommt. Das muss nicht so sein, das kann aber so sein. Nur manchmal ist es so, dass Filme einfach nicht nochmal vorgelegt werden. Okay. Und dann behalten sie diese Freigabe, wo man sich so im Nachhinein denkt, so ist wenig vergleichbar mit den aktuellen Freigaben. Das ist aber so ein bisschen der Grund dafür. Und konkret hatten Sie ja den Film Die Tribute von Panem angesprochen. Ich glaube, da ist ganz deutlich, wie gesagt, pädagogische Überlegungen spielen für uns keine Rolle. Es geht nur um eine Entwicklungsbeeinträchtigung. Was sich der Ausschuss da vor allem gefragt hat, ich sag mal, auf der Bildebene ist der Film ja schon relativ drastisch. Wenn man es jetzt so verkürzt darstellt, sieht man da Kinder, die gegeneinander kämpfen. In verschiedenen Zeitungsartikeln wurde von Abschlachten gesprochen. Das ist jetzt so die ein bisschen überhöhte, zugespitzte Formulierung. Was der Ausschuss aber gemacht hat, er hat sich gefragt, wie wirkt diese konkrete Darstellung?
Und zwar in diesem konkreten Kontext auch. Weil man muss ja sagen, der Film zeigt zwar drastische auch Gewaltdarstellungen, mhm. auch wenn er da sehr schnell geschnitten ist und jetzt nicht so den Fokus auf einzelne Details legt, mhm. da gibt es ja ganz andere Filme. Der Film hat aber im Gesamten auch eine sehr positive, gewaltkritische Botschaft. Mhm. Weil gerade die Hauptprotagonistin, die Heldin des Filmes, Katniss Everdeen, mhm. ja diejenige ist, die in diesem unmenschlichen Spiel die einzige ist, die Menschlichkeit zeigt, mhm. zusammen mit ihrem Freund Peter, der aus dem gleichen Distrikt stammt, sodass der Ausschuss sich überlegt hat, wie wirkt dieser Film jetzt? Mhm. Und tatsächlich für jüngere Kinder, für unter 12-Jährige hat er gesagt, hier können diese Gewaltszenen, die da zu sehen sind, so emotional belastend sein, dass Kinder nachhaltig davon eben emotional belastet werden. Deswegen ist eine Freigabe unter 12 nicht möglich. Mhm. Der Ausschuss hat aber mehrheitlich auch gesagt, sie sind der Meinung, dass der Film in der Gesamtaussage, die wie gesagt eine gewaltkritische Botschaft vermittelt, das so macht, dass ab 12-Jährige bereits damit umgehen können und genau diese Botschaft auch verstehen können in der Form, im Kontext von diesen durchaus dramatischen Gewaltszenen, die aber auch genutzt werden in diesem Film, ist ja auch ein Science-Fiction-Film, darf man nicht vergessen, um diese Botschaft zu transportieren.